Ich möchte mit euch über die Eintrittspunkte von Dämonen sprechen. In Epheser 6, 12 lesen wir, denn wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer, gegen Mächte, gegen die Fürsten der Finsternis dieses Zeitalters, gegen die geistlichen Scharen der Bosheit an himmlischen Orten. Fleisch und Blut, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, heißt, wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen dämonische Wesen. Wesen ohne einen Körper, ohne Fleisch und Blut. Und sie umgeben uns täglich. Sie umgeben uns, wie uns Bakterien umgeben. Nicht nur, weil sie uns was anhaben können, aber sie umgeben uns. Aber ganz wichtig, Menschen sind nicht unser Problem. Wir sollten nie auf Menschen wütend sein, weil wir merken, es sind die Mächte hinter den Menschen. Gegen die sollten wir wütend sein und den Menschen sollten wir vergeben. Ich glaube, das ist manchmal leichter gesagt wie getan, aber wir sollten den Menschen Sache trennen, wir sollten Mensch und Dämon trennen, okay, der dahinter steht. Der Satan lebt in der geistlichen, in der unsichtbaren Welt und seine Helfershelfer, die begehren, einen physischen Körper zu befallen, den sie verwenden können. Als Jesus Geister von dem dämonenbesessenen gadarenischen Mann austrieb, da baten und flehten die Dämonen, dass er sie nicht austreiben möge. Und als sie merkten, sie kommen damit nicht durch, da haben sie ihn gebeten, dass sie zumindest in die Schweine fahren dürfen. Warum? Sie begehrten einen physischen Körper. Das Dumme natürlich war dann, dass die Schweine in sich ins Meer stürzten vor Panik, absoffen und dass dann wieder nichts mit dem lebendigen Körper war. Also eigentlich hat es nicht viel gebracht, in die Schweine zu fahren. Aber schauen wir uns mal an, was Dämonen sind. Dämonen sind Geistwesen. Jesus nannte sie unreine Geister, böse Geister. Und was ist ihre Rolle? Ihre Rolle ist es, zu verführen, zu täuschen, zu versklaven und Menschen zu quälen. Mit der Absicht, dass diese Menschen Böses tun. All das sind dämonische Aktivitäten. Alles, was zwanghaft ist, was unvernünftig oder unnatürlich, widernatürlich ist, ist dämonisch. Zum Beispiel Lästerungen, falsches Verlangen, falsches sexuelles Verlangen, falsches Verlangen nach zu viel Schlaf, nach Lügen, zwanghaftes Essen. All das zielt darauf ab, dass es uns zerstört. Warum aber Befreiungsdienst? Warum dieser Dienst? Lukas 13, 31 und 32. An diesem Tag kamen einige Pharisäer und sagten zu ihm, gemeint Jesus, geh fort von hier, denn Herodes möchte dich umbringen. Aber Jesus sagte ihnen, geht und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe Dämonen aus und heile, heute und morgen, und am dritten Tag werde ich vollendet sein. Er sagte, sagt ihm, was mein Job ist, ich treibe Dämonen aus. Matthäus 4, 23 bis 24. Und Jesus zog in Galiläa umher und lehrte in ihren Synagogen, und er predigte das Evangelium des Reiches. Und er heilte alle Arten von Krankheiten und alle Arten von Gebrechen unter dem Volk. Dann erscholl der Ruf durch ganz Syrien und sie brachten zu ihm alle Kranken, die beladen waren mit verschiedenen Krankheiten und Qualen und diejenigen, die Dämonen besessen waren und gelähmt waren. Und er heilte sie. Also mit heilen ist natürlich gemeint, er machte sie frei. Der Dienst von Jesus gründete sich auf vier Säulen. Er lehrte, er predigte das kommende Reich des Himmels, er heilte, nämlich mentale Dinge und Dinge des Körpers, und er trieb Dämonen aus Menschen aus. Was soll die Gemeinde tun? Dasselbe, was er tat. Sie soll lehren, sie soll predigen, sie soll Dämonen austreiben und Menschen heilen. Aber was tut sie stattdessen?
Sie predigt und lehrt und ab und zu betet sie für Heilung. Aber ganz oft in charismatischen Gemeinden werden keine Dämonen ausgetrieben. Ich glaube nicht, und ich habe es schon an einer anderen Stelle mal gesagt, dass Christen von Dämonen besessen sein können. Aber sie können umsessen sein. Sie können dämonisiert sein. Sie können von Dämonen beeinflusst sein. Und heute wagt es oft die Gemeinde nicht, Christen wagen es oft nicht, Menschen zu befreien, weil ihnen dieser Dienst irgendwie suspekt ist, weil er nicht erstrebenswert erscheint. Und sie wollen den Menschen lieber an die Psychiatrie, an die Psychologie und an die Seelsorge weiterleiten. Und darum gibt es heute so viele dämonisierte Menschen. Nicht dämonenbesessene Menschen, aber dämonisierte Menschen in den Gemeinden. Und ich selber möchte sagen, ich habe mir den Befreiungsdienst selber nicht ausgesucht. Wenn ich mir einen Dienst aussuchen hätte können, hätte ich mir diesen Dienst nicht ausgesucht. Es ist kein so attraktiver Dienst. Aber die Menschen in Not kamen und ich habe gemerkt, Jesus will, dass ich es tue. Also habe ich angefangen, in der Gnade und der Kraft des Herrn für Menschen und Befreiung zu beten. Und siehe da, der Herr hat sich dazugestellt. Wisst ihr, im Alten Testament hat niemand Dämonen ausgetrieben, weil alle Menschen noch in der adamitischen Natur waren. Niemand hat die Autorität, Satan zu konfrontieren. Niemand hätte Dämonen austreiben können, selbst ein Elia nicht. Aber Jesus brachte das Reich Gottes auf die Erde. Er brachte die Regierung Gottes. Und zwei gegensätzliche Regierungen können nicht auf selben Gebiet vorherrschend sein. Wenn das Reich Gottes kommt, wird das andere Reich weggetrieben und muss fliehen, muss weichen. Das ist der Grund, warum, wenn wir das Reich Gottes ohne Befreiungsdienst predigen, das Reich Gottes nicht kommen kann. Weil das alte, das dämonische Königreich nicht weicht. Um das Reich Gottes zu bringen, müssen wir das satanische Königreich vertreiben. Das geschieht durch den Befreiungsdienst. Jesus sagte, wenn ich Dämonen mit dem Finger Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Seht ihr den Zusammenhang? Lukas 11, 20. Befreiungsdienst vertreibt das Königreich Satans. Wenn du noch nie Dämonen ausgetrieben hast, dann ist mit dir noch nicht das Reich Gottes völlig einhergegangen. Jesus ist der Herr nur in den Bereichen, wo wir bereitwillig und vollständig unser Leben ihm unterstellen. Wie können wir von Dämonen sprechen? Oder sagen wir Glauben an Dämonen und sie nicht austreiben? Wenn du ein Jünger Jesu bist, ein Haus der Kraftleiter oder ein Mentor und du keine Dämonen austreibst, dann lebst du ein passives Evangelium und die Botschaft, die du weitergibst, ist nur eine motivierende, eine Motivationsbotschaft. Das erleben wir in vielen Predigten heute. Sie sind eine Botschaft, die dich im Moment gut fühlen lässt, aber dich nicht wirklich nachhaltig verändert. Aber wenn du das, die Botschaft vom Reich der Himmel predigst, vom Reich Gottes predigst, dann musst du auch einem Dämon sagen, dass er weichen muss. Und er muss gehorchen. Denn es gibt diesen Konflikt zwischen beiden Reichen. Und dieser Konflikt, der wird deutlich, der manifestiert sich im Befreiungsdienst. Wenn du bereit bist zu predigen, zu lehren, zu heilen und Dämonen auszutreiben, dann tust du, was Jesus gesagt hat. Wenn du etwas weglässt, tust du es nicht. Und Jesus sagte, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Glaubst du an Jesus? Wenn du glaubst und nicht bloß so tust, als ob, wird dieses Zeichen dir folgen. Du wirst Dämonen austreiben. Wenn du keine Dämonen austreibst, musst du die Frage gefallen lassen oder sich selber stellen, glaube ich wirklich? Denn Dämonen austreiben ist das erste Zeichen, was denen folgt, die an Jesus glauben.
Und wenn du siehst, wie wichtig es ist, weil es das Kommen des Reiches Gottes manifestiert und das Reich der Finsternis vertreibt, dann siehst du, warum es als erstes genannt ist. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden mit neuen Zungen sprechen. Es kommt als zweites. Aber als erstes, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Markus 16, 15 bis 17. Gott hat dich heute in dieses Jüngerschaftstreffen geführt, um dir vor Augen zu halten, die Vollmacht, die Kraft, die Autorität zu sehen, Dämonen austreiben. Der Befreiungsdienst ist uns gegeben von Jesus Christus, sind wir beauftragt damit. Und die Frage ist, wie kommen Dämonen rein? Das ist heute unser Thema. Markus 9, Verse 21 bis 23. So fragte er, gemeines Jesus, seinen Vater, wie lange geschieht ihm das schon? Und der Vater sagte, von Kindheit an. Und oft hat der böse Geist ihn sowohl in das Feuer als auch in das Wasser geworfen, um ihn zu zerstören. Aber wenn du irgendetwas kannst, habe Mitleid mit uns und hilf uns. Jesus sagte, wenn du glauben kannst, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Worum geht es hier in diesem Vers? Jesus fragte den Vater des Kindes, wie lange das schon geschieht, wie das geschieht. Warum fragte Jesus das? Er wollte eins wissen, wie der Dämon reinkam. Er wollte den Eintrittspunkt des Dämons herausfinden und wann das geschehen ist. Warum? Warum ist es wichtig, herauszufinden? Kann man nicht einfach sagen, da ist ein Dämon drin? Schick mal raus. Warum ist es wichtig, herauszufinden, wie er reinkam? Aus dem einfachen Grund, dass kein Dämon einfach so rein darf. Sondern ein Dämon kann nur kommen, wenn eine Sünde geschehen ist. Er kann nur kommen, wenn etwas Schlimmes passiert ist. Und dieses Schlimme, es kann natürlich eine Sünde von anderen sein, nicht deine eigene Sünde. Ich sage nicht, dass du selber gesündigt haben musst. Es kann irgendwas Traumatisches sein, an dem andere schuld waren. Aber irgendwas Schlimmes ist geschehen. Irgendwas ist geschehen. Und dann muss er vergeben werden. Dann muss das bereinigt werden. Wenn du nicht weißt, wie er reinkam, kannst du die Wurzel nicht herausbringen. In dem Moment, wo der Dämon reinkam, hat der Junge, bewusst oder unbewusst, Satan Autorisierung gegeben über sein Leben. In dem Moment, wo der Dämon reinkam, hat derjenige, in den der Dämon reinkam, diesen Dämon bewusst oder unbewusst autorisiert, du darfst kommen. Bewusst oder unbewusst. Wenn irgendein Unfall war, etwas Traumatisches war, dann war es wieder unbewusst. Aber es wurde eine Autorisierung erteilt. Und diese Autorisierung müssen wir widerrufen. Müssen wir, an diesen Punkt müssen wir zurückgehen, damit wir die Rechtsgrundlage korrigieren und der Dämon gehen muss. Schauen wir uns auch den Status von Satan an. Satan ist entthront. Er ist entwaffnet, er ist entmachtet, er ist besiegt. Das ist Fakt. Warum müssen wir noch kämpfen? Warum tun wir uns so schwer, böse Geister wegzubringen? Weil es eine offene Tür gibt, weil es ein legales Recht, ein Anrecht gibt. Und der Dämon weiß es, dass er bleiben darf, obwohl er eigentlich gehen müsste. Aber dieses Anrecht, und das kennt der Dämon, erlaubt ihm, zu bleiben. Es erlaubt ihm Zutritt. Autorisierung ist die Erlaubnis, Macht zu gebrauchen. Der Teufel hat Macht, er hat Kraft, er hat keine Autorität. Es sei denn, jemand gibt sie ihm. Adam hat beim Sündenfall seine Autorität, die er von Gott hatte, an Satan weitergegeben. Darum konnte Satan sagen, all diese Reiche der Welt gehören mir. Denn sie gehörten Adam. Aber Adam hat es durch seinen Hochverrat weitergegeben und darum konnte das Satan sagen, Jesus hat ihm nicht versprochen. Satan hätte keine Autorität. Aber wenn ein Mensch sie ihm gibt, hat er sie. Und darf er seine böse Macht zu quälen, missbrauchen und gebrauchen, weil es ein Anrecht gibt.
Weißt du, du kannst lange, lange rumbeten und rumgebieten und der Dämon geht nicht. Aber wenn du den Eintrittspunkt kennst und da die Rechtsgrundlage entziehst, wie der Dämon reinkam, warum er überhaupt bleiben darf, dann ist der Befreiungsdienst, kann mühelos und schnell geschehen. Dann kann die Sünde bekannt werden, kann die Erlaubnis, die unbewusst gegeben wurde bei einem Unfall, bei einem traumatischen Erlebnis, beim Autounfall, wo der Dämon reinkam, beim Sturz, das war jetzt keine Sünde. Aber irgendwie unbewusst wurde eine Autorisierung erteilt. Und die Autorisierung darf diese Person widerrufen, zurücknehmen. Ich habe da unbewusst autorisiert, dass ein Geist der Furcht kommen durfte. Oder ich bin vergewaltigt worden und ich habe das verstehst du, das ist nicht meine Sünde gewesen, aber eine Sünde von einem anderen. Ich habe da autorisiert, dass ein unreiner Geist in mich reinkommt. Und ich widerrufe diese Autorisierung. Ihr versteht also, was da geschieht. Wenn ich weiß, da kam er rein, da bei diesem Ereignis, seither kam der Dämon rein und ich habe da Tischlerrücken gemacht, ich habe da in der Tarotsitzung gewesen, ich bin da bei einer Prostituierten gewesen, ich bin da, verstehst du mich, habe ich das gemacht. Es sind alles nur Beispiele. Verstehst du, es ist alles nichts, was ich getan habe. Ich rede nicht von mir, ich rede nicht von euch, ich rede mit Beispielen. Wenn du weißt, und wie findest du es raus? Frag dich, seit wann es geschehen ist. Frag dich, ob es immer schon war, dass du zurückdenken kannst, oder ob es eine Zeit gab, wo es angefangen hat. Natürlich gibt es zyklische Dinge, die kommen und gehen, aber dann musst du immer noch fragen, wann ist der Zyklus zum ersten Mal als Angriff geschehen in deinem Leben? Wenn du das rausfindest, kannst du den Teufel für illegal erklären. Die Person kann frei sein. Das hat Apostel Malone herausgefunden, dass es die effizienteste Art und Weise ist, Menschen frei zu bekommen, den Eintrittspunkt herauszufinden. Schauen wir uns solche Eintrittspunkte an. Zum Beispiel gewohnheitsmäßige Sünde. Sünde ist eine Verletzung von Gottes Ordnung. Eine Rebellion gegen Gott. Sünde hat irdische und ewige Konsequenzen. 1. Johannes 1, Verse 8 bis 9. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst. Die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünde aber bekennen, ist er treu und gerecht, unsere Sünden zu vergeben und uns zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. Fragen wir uns diese Fragen. Welche Sünde begehe ich fortwährend? Also nicht einmal, wo ich hineinstolper, sondern als ein Lebensstil. Bin ich notorisch eifersüchtig? Lüge ich regelmäßig? Verstehst du? Verschiedene Sachen. Schaue ich regelmäßig Pornografie? Nicht bloß einmal alle 3 Jahre, sondern ist es was Regelmäßiges? Dann verstehst du, dann ist es gewohnheitsmäßige Sünde. Gibt es schlimme Dinge, die ich oft praktiziere? Oder salonfähigere Sünden, bin ich notorisch eine Person, die sich sorgt? Bin ich eine, die sich ständig sorgt, die sich ständig Sorgen macht? Das ist eine gewohnheitsmäßige Sünde. Weil der Herr sagt, also Sorge ist Unglaube. Oder lebe ich ständig mit Ängsten, Phobien? Bin ich ständig eine, der Klatsch und Tratsch praktiziert? Oder einer, der ständig sich im Selbstmitleid suhlt. Oh, ich armes Hascherl, ich armes Opfer, alle haben es besser wie ich. Warum immer auf die Kleinen? Warum immer auf mich? Das ist in Gottes Augen eine gewohnheitsmäßige Sünde. Wenn das öfter vorkommt, da setzen sich Dämonen drauf. Notorische Eifersucht, notorische Unvergebenheit und so weiter und so fort. Sobald du eine Sünde als Lebensstil praktizierst, als Gewohnheit praktizierst, setzen sich Dämonen drauf. Das ist so gut wie immer der Fall. Aber in manchen Bereichen kann eine einzige Sünde, die du begehst, den Dämonen Einlass gewähren. Okay, wir dürfen nicht mit der Sünde spielen. Sie kann uns so viel, um so viel bringen. Zum Beispiel Eifersucht. Eifersucht oder Neid ist ein Werk des Fleisches. Aber Eifersucht ist nicht bloß, oh, mein Fleisch ist eifersüchtig. Wenn du gewohnheitsmäßig eifersüchtig bist, kommt ein Geist der Eifersucht zu dir und fängt an, dich zu quälen. Das Schlimme am Geist der Eifersucht ist, es kann einen Mordgeist einladen,
Und manche, wirklich manche Familientragödien, also Dramen, wie das in Kitzbühel, wo einer die 5 Leute erschossen hat, oder 4, auf alle Fälle vor ein paar Wochen war das, in Österreich. Aus Eifersucht, dass seine Ex-Freundin mit einem anderen zusammen war, hat er die Freundin erschossen, den Freund erschossen und die Eltern, also 4 Leute, umgebracht. Und den Bruder auch noch erschossen, also 5. 5 Leute erschossen, aus Eifersucht. Aus Eifersucht kam ein Mordgeist dazu. Unvergebenheit. Wie entsteht Unvergebenheit? Unvergebenheit entsteht, indem du beleidigt sein willst. So einfach. Du willst jetzt schmollen, du willst jetzt beleidigt sein. Der hat das Kraut ausgeschüttet. Der hat jetzt sich mit mir verspielt, mit mir verdorben. Wie auch immer du es formulieren willst, sehen willst, du willst beleidigt sein. Was ist der Weg, frei zu werden oder das kann ich erst reinzulassen? Sobald dich was ärgert an Menschen ist, sofort Jesus abgeben. Ich gebe diesen Spruch, den ich als Kind auf meinem Kopfkissen hatte, drück dich ein Weh zur Mutter geh. Und ich will diesen Spruch abwandeln, drück dich ein Weh zu Jesus geh. Wenn immer du einen Stress hast, dich verletzt fühlst, von Menschen, Kollegen, in der Gemeinde, wo auch immer, drück dich ein Weh, lass diesen Schmerz sofort los. Lass nicht zu, dass du beleidigt bist, dass du beleidigt bleibst. Denn wenn du diesen Köder des Beleidigtseins schluckst, da hat, glaube ich, John Bevere ein Buch geschrieben, der Köder des Feindes, Beleidigtsein, ja? Was passiert dann? Aus dem Beleidigtsein wird eine Unvergebenheit, wird eine Bitterkeit, eine Abneigung zu dieser Person, die uns verletzt hat. Gut, es gibt noch verschiedene andere Bereiche, ich möchte sie mal streifen. Es gibt ein mentales oder emotionales Trauma, kann durch einen Unfall geschehen, kann plötzlich geschehen, durch den Tod von einem geliebten Menschen, das kann uns so aushebeln und so schwächen, und auf einmal wissen wir gar nicht, wie uns geschieht. Dann natürlich Unzucht, das heißt, jede sexuelle Aktivität außerhalb des Bundes der heterosexuellen Ehe, das ist Unzucht. Und jede Unzucht ist ein Eintrittspunkt für Dämonen. Dazu gehört natürlich der ganze Bereich auch von Pornografie, Selbstbefriedigung, Ehebruch und so weiter. Und jede Form von einer sexuellen Beziehung, die nicht in einer Ehe zwischen Mann und Frau gelebt wird. Dann haben wir Ängste und Phobien. Was sind Ängste eigentlich? Ich meine, wenn man in einer Gefahr ist und Reflexe hat, das sind das gesunde Ängste. Aber es gibt irrationale Ängste und eine irrationale Furcht, die Schlechtes erwartet, wo Gott will, dass wir Gutes erwarten. Und das zieht Dämonen an. Es heißt in der Schrift, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1, Vers 7. Dann natürlich der ganze Bereich von Abhängigkeiten. Das können, ja, von chemischen Substanzen Abhängigkeiten sein, das können irgendwelche anderen Abhängigkeiten sein, die in unserem Gehirn was machen, dämonische Sachen, ich denke mir, ganz gefährlich ist der ganze Bereich, zum Beispiel auch vom Internet abhängig zu werden, das ist immer stärker im Kommen, das kann auch irgendwann Dämonen anlocken. Dann Selbstmitleid, das haben wir schon kurz angesprochen, immer auf die Kleinen, warum immer ich. Was liegt eigentlich Selbstmitleid zugrunde? Nabelschau. Ich bin mein eigener Gott. Man ist selber der Nabel der Welt. Man ist selber das Zentrum von allem. Man sitzt auf dem Thron und man gibt ein Like oder ein Dislike ab. Das ist einfach das Zentrum von Selbstmitleid. Und das kann Gott nicht gefallen, weil es Gott absolut entthront. Dann Zauberei, Hexerei, das Okkulte. Das sind Eingangspunkte für Dämonen. Dann gibt es Seelenbindungen. Das ist, wenn wir ungesunde seelische Bindungen, seelische Beziehungen, Abhängigkeiten aufbauen. Das kann in einer Ehe passieren, das kann zu Kindern passieren, Eltern zu Kindern passieren oder Kinder zu Eltern.
Das kann unter Freund und Freundinnen passieren. Es kann auch in der Gemeinde passieren. Und du merkst, du kannst der anderen Person nicht in Freiheit begegnen. Du kannst auch nicht konfrontieren oder sonst was. Du bist immer irgendwie an der Strippe von anderen mit dran. Und sowas kann dämonische Dynamiken aufmachen für dich. Und ich habe da auch eine Botschaft auf YouTube. Völlige Freisetzung von Seelenbindungen oder sechs Arten von Seelenbindungen. Oder auch Vampirismus, wo man Menschen aussaugt. Das hat natürlich auch mit Seelenbindungen zu tun. Diese drei Botschaften, die kann ich hier erwähnen, wo ich über Seelenbindungen gelehrt habe. Und die haben schon einige Geschwister und einige Menschen freigesetzt. Ich rede von Glaubensgeschwistern, ja. Dann natürlich, was auch vorkommt, ein Angriff im Mutterleib. Es kann sein, dass du sagst, das habe ich schon immer gehabt. Und du fragst, haben es deine Eltern auch gehabt? Nein, die haben es nicht gehabt. Und das ist tatsächlich durch einen Angriff während der Schwangerschaft. Was Traumatisches, was deine Mutter erlebt in der Schwangerschaft. Irgendwas, Streit, Ärger, geschlagen worden. Irgendwas Traumatisches, was du als Baby in der Mutterleib erlebt hast. Natürlich kann es auch sein, etwas Traumatisches bei der Geburt. Ein Seel sogar durch eine prophetische Sicht gesehen mal, dass ich zum Zeitpunkt meiner Geburt vom Teufel angegriffen worden bin, weil der Teufel mich zerstören wollte im Moment, wo ich geboren werden sollte und so weiter. Da haben wir dann auch reingebetet und so weiter. Aber das kann es auch geben, solche Sachen. Das passiert natürlich besonders, mache das gerne bei berufenen Menschen, bei auserwählten Menschen, die einfach schon zerstören will, bevor sie überhaupt erst das Licht der Welt erblicken, ist ganz klar. Aber wie soll ich sagen, auch da können Dämonen reinkommen und das Baby natürlich völlig unschuldig, das kann es noch gar nicht wehren. Im Fleisch wandeln, manipulativ sein, immer den eigenen Willen durchsetzen müssen, alle Perfektionismus, alles kontrolliert, alles tanzt immer nach meiner Pfeife. Diese Art zieht natürlich auch Dämonen an, das ist klar, weil da ist keine Freiheit drin, da ist kein Gottvertrauen drin. Dann können Dämonen kommen durch Tagträume, durch Fantasien, das können, ja, sicherlich sexuelle Fantasien sein, es können Machtfantasien sein, es können Rachefantasien sein, es können Fantasien sein, ich erlebe Dinge mit meinem Stofftier, mit meinem, was weiß ich was, oder einer Fantasietier oder mit einem Fantasieengel oder Fantasiegeistführer, was weiß ich was das für Fantasien sind. Da können auch Dämonen eingeladen werden. Und natürlich Generationsflüche, die über die Generation reingekommen sind. Da muss man schauen, so hat meine Mutter schon gehabt das Problem, meine Großmutter schon gehabt, dann haben wir vielleicht den Eintrittspunkt schon im Leben der Großeltern und können sagen, stellvertretend bitte ich um Vergebung. Herr, entziehe alles, was meine Großmutter falsch gemacht hat. Wenn euch erinnert an dieses Seminar über Befreiungsdienst, da haben wir Generationsflüche behandelt und auch im Vorfahrenbereich stellvertretend um Vergebung gebeten, um die Grundlage zu entziehen. Und die vielen Lossagegebete bei diesen ganzen Sessions, die wir vor, ich glaube, es sind 2 Jahre, dass es her ist, oder sogar noch mehr 2,5 Jahre ist es jetzt her, dass ich da über dieses Befreiungsseminar damals gesprochen habe. Und das ist natürlich für ganz viele Leute auch zum Segen geworden. Es wurde auf YouTube ganz oft auch angeschaut bisher schon. Das sind immer diese Lossagegebete. Diese Lossagegebete entziehen den Dämonen die Rechtsgrundlage und verwehren ihnen zu verbleiben. Okay, jetzt schauen wir uns Schritte an, wie man frei wird. Das Erste, was wir tun können, was gut ist, dass wir tun, ist, dass wir uns vor Gott beugen und demütigen. Weil der Herr sagt, oder in der Bibel heißt es, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und Stolz natürlich zieht auch Dämonen an. Demut mögen sie nicht. Weil Luzifer natürlich ist der Inbegriff des Stolzes. Und 1. Petrus 5, Vers 6, darum demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Also wir demütigen uns. Wir kommen nicht stolz oder anklagend vor Gott, sondern demütigend. Dann werden wir Sünde beim Namen nennen. Nicht sagen, das war eine Charakterschwäche, sondern sagen, es war Sünde. Es war nicht in Ordnung. Wir nennen Sünde beim Namen. Wir bekennen, wir kehren um, widerrufen die Sünde.
wenn wir nicht anerkennen, dass es Sünde war, dass es Unrecht war, dass es falsch war, dass es Rebellion war, dann weiß der Dämon, okay, dann muss ich nicht gehen, dann kann ich bleiben. Er versteckt sich immer im Dunkeln. Und darum, ich sage es, lieber eine Sache einmal zu viel und zu demütig bekennen, als dass Dämon noch bleiben will. Und dann treten wir ein in die Vergebung. Wir sagen, Herr, es tut mir leid, ich bitte dich um Vergebung, ich empfange deine Vergebung. Wir empfangen die Vergebung, wir sind demütig gekommen, haben die Sünde beim Namen genannt, wir haben die Vergebung empfangen und jetzt, der nächste Schritt ist, wir schelten den bösen Geist, wir befehlen dem bösen Geist, dass er weichen muss im Namen von Jesus. Und der böse Geist wird ausgetrieben. Und es gibt drei Arten von Befreiungsdienst. Der erste ist durch Glauben. Wenn du Glauben hast, dass beim anderen, der anderen Person, die sich eben gedemütigt hat, die Sünde beim Namen genannt hat und die Vergebung empfangen hat, dann hast du Glauben als Befreiungsdiener, dass der Dämon jetzt auch gehen muss. Und wenn du an dir selber, du kannst auch an dir selber Befreiung praktizieren. Manch, ich bin auch kritisiert worden, dass ich selbst Befreiung lehre. Natürlich, warum hat, Jesus hat Leute auch nicht, hat auch Leute befreien müssen, die haben sich nicht selber befreit. Natürlich, weil zur Zeit von Jesus vor dem Kreuz noch keine Autorität hatte, Dämonen rauszuschmeißen. Da hätte sich keiner selbst befreien können. Aber nachdem wir befreit worden sind, haben wir die Verantwortung, auch Dämonen wegzuschicken. Und ich erlebe das immer wieder, nach einem Befreiungsdienst versuchen Dämonen zurückzukommen und du musst selbst Befreiung praktizieren und musst sagen, stopp, du weichst raus von mir, ich erlaube das nicht, du bleibst nicht in mir. Und wenn du hartnäckig im Anschluss an den Befreiungsdienst von jemand anderem selber Autorität nimmst, selber wegschickst, selber sagst, kein zweites Mal wird sich die Not erheben, stopp in Jesu Namen. Wenn letzte Gedanken kommen, stopp in Jesu Namen. Ich habe das Zeug einer Schwester, der Teufel hat ständig versucht zurückzukommen, hat es immer wieder zurückgewiesen, hartnäckig, bis der Teufel gesagt hat, da beiße ich mir die Zähne aus, ich gehe doch besser. Er testet aus, ob du wirklich glaubst, dass er gehen muss. Durch Glauben gebietest du und er muss gehen. Dann ist natürlich hilfreich, wenn die Salbung auf dir ist. In einer gesalbten Atmosphäre, in einem Gottesdienst, durch Lobpreis und so weiter, kann es sein, dass die Salbung auf dir ist und dass durch die Salbung, verbunden mit deinem Glauben, der Dämon schneller gehen muss, weil die Salbung das Ganze verstärkt. Das dritte ist die Herrlichkeit. Wenn sich die Herrlichkeit Gottes auf eine Versammlung legt, was wir sicherlich noch selten erleben, weil es so eine, wie soll ich sagen, so besonders ist, so eine Einmütigkeit braucht, so eine Hingabe an Gott braucht, so eine reine Herzenshingabe von einer Gemeinde und Gemeinschaft braucht, dass die Herrlichkeit kommen kann. Und wenn die Herrlichkeit kommt, dann fahren sogar Dämonen aus, ohne dass jemand geboten hat, weil sie die Atmosphäre nicht mehr ertragen. Das wäre natürlich das Schönste, wenn wir das haben könnten. Auf das können wir natürlich auch nicht warten, wenn jemand Not leidet. Also im Zweifelsfall mit Glauben und Bereinigung dieser Anrechte muss der Dämon gehen. Wenn du in der Salbung bist, wird das Ganze noch verstärkt. Und am liebsten wäre es uns natürlich, dass wir in der Herrlichkeit sind. Dann müssen wir gar nicht gebieten, Dämonen fahren von selber aus. Zum Teil ist es sogar bei Jesus so gewesen. Er ist entlang gegangen, Dämonen in Scharen von Leuten ausgefahren, ohne dass er gebieten musste, weil sie die Herrlichkeit, die er trug, nicht ertragen haben. Ich hoffe, dass wir uns, und ich wünsche mir, dass wir in diese Dämonen reingehen werden. Das ist natürlich die stärkste Dimension. Lass uns einfach zum Schluss dieser Botschaft zusammen beten. Himmlischer Vater, himmlischer Vater, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Der Messias, der Messias, der auf die Erde gekommen ist, der auf die Erde gekommen ist und für meine Sünden gestorben ist. Und für meine Sünden gestorben ist. Du hast ihn von den Toten auferweckt. Du hast ihn von den Toten auferweckt. Ich tue Buße und kehre um. Ich tue Buße und kehre um. Von jeder Sünde. Von jeder Sünde. Wodurch ich ein legales Anrecht erteilt habe. Wodurch ich ein legales Anrecht erteilt habe. An den Feind. An den Feind. In mein Leben zu kommen. In mein Leben zu kommen. Ich bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich um Vergebung. Zeig mir, Heiliger Geist, wo es der Fall war. Zeig mir, Heiliger Geist, wo es der Fall war. Und ich werde es als Sünde bekennen.
Und ich werde es als Sünde bekennen. Mich abwenden. Mich abwenden. Mich demütigen und beugen. Mich demütigen und beugen. Ich danke dir. Ich danke dir, dass du mir vergibst. Dass du mir vergibst. Jede Form von gewohnheitsmäßiger Sünde. Jede Form von gewohnheitsmäßiger Sünde. Die ich dir bekenne. Die ich dir bekenne. Und von der ich mich abwende. Und von der ich mich abwende. Indem ich deine Gnade ergreife. Indem ich deine Gnade ergreife. Vergib mir. Vergib mir. Die Sünde. Die Sünde. Von Unvergebenheit. Von Unvergebenheit. Von Unzucht. Von Unzucht. Von Ängsten und Phobien. Von Ängsten und Phobien. Von Selbstmitleid. Von Selbstmitleid. Von Abhängigkeiten. Von Abhängigkeiten. Von bösen Träumen und Fantasien. Von bösen Träumen und Fantasien. Von Seelenbindungen zu Menschen. Von Seelenbindungen zu Menschen. Orten. Orten. Tieren. Tieren. Und Dingen. Und Dingen. Ich glaube, dass das Blut von Jesus. Ich glaube, dass das Blut von Jesus mich von aller Sünde reinigt. Mich von aller Sünde reinigt. Und dass du mir die Kraft und Autorität gegeben hast. Und dass du mir die Kraft und die Autorität gegeben hast. Dämonen auszutreiben. Dämonen auszutreiben. Gerade jetzt rühme ich. Gerade jetzt rühme ich. Und erkläre ich. Und erkläre ich. Die Kraft von Blut, des Blutes Jesu. Die Kraft des Blutes Jesu. Und ich entferne von mir, und ich entferne von mir jeden unreinen Geist, jeden unreinen Geist, der gegen mich gekommen ist, der gegen mich gekommen ist. Weiche von mir, weiche von mir. Verlass mich jetzt, verlass mich jetzt. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Ich bin frei, ich bin frei. Amen, Amen. Ich bete gleich noch für euch. Wenn du zu Hause bist, lass dich vom Heiligen Geist zeigen, wo es diese Eintrittspunkte gegeben hat, bei irgendwelchen Dingen, die gewohnheitsmäßig sind, oder den anderen Bereichen und Aspekten, die ich dir genannt habe, sei vom Heiligen Geist, bete, frage ihn, ob es da Eintrittspunkte gibt, seit wann du es hast, wo es angefangen hat, schreib es dir auf, geh die Schritte durch, demütige dich vor Gott, beuge dich, sag dich los davon, bekenn es als Sünde und nimm Autorität und befiehl diesen Geist, dich zu verlassen. Und das soll ein Lebensstil werden. Sobald du merkst, du bist irgendwo ungehorsam gewesen, tust du Buße und kehrst sofort um und bekennst es dem Herrn und wirst frei davon. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Amen. Ich bete jetzt kurz noch für euch und wenn ihr die nächsten Tage oder die nächsten Stunden, wenn euch der Herr was zeigt, dann schreibt es auf, geht es an, verschiebt es nicht, vertagt es nicht. Und ja, jetzt hier vor Ort bete ich jetzt noch für euch. Amen.